Herr Küpper, Qualifikationen in Richtung Fachkräftemangel beseitigen. Was unternehmen Sie da, um die Lücke zu schließen, die momentan in der deutschen Industrie herrscht? Wir sind eigentlich mittlerweile auf allen Ebenen aktiv. Das beginnt in den Kindergärten, um dort für naturwissenschaftliche Phänomene und Technik zu begeistern. Wir sind in den Schulen, tun dort das Gleiche, bilden Lehrerinnen und Lehrer fort, so wie wir auch Erzieherinnen und Erzieher mittlerweile fortbilden in verschiedenen Themen. Wir haben natürlich unverändert ein hohes Engagement der unternehmerischen Wirtschaft im Bereich der betrieblichen Ausbildung. Das ist nach wie vor der Kern jeder Fachkräftesicherungsstrategie, auszubilden, gut auszubilden im Rahmen des dualen Systems. Nach der Ausbildung folgt dann oftmals auch das Investment dann in die berufliche und betriebliche Weiterbildung, auch mit einem hohen Engagement der Betriebe. Und auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen hat über die Jahre zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Wirtschaft investiert hohe Milliardenbeträge sowohl in Lehre wie Forschung an den Hochschulen. Und speziell in Baden-Württemberg manifestiert sich die gute Zusammenarbeit im Bereich der akademischen Lehre. In der dualen Hochschule Baden-Württemberg, die rasante Wachstumszahlen in den letzten Jahren hingelegt hat, jeder vierte Neu-Azubi, wenn man das so sagen will, in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie beginnt sein Studium bzw. seine Ausbildung mittlerweile im Rahmen eines dualen Studiums, also auch eine echte Erfolgsstory, die auch nur denkbar ist, weil die unternehmerische Wirtschaft hier sehr, sehr viel Geld rein investiert. Hebt so eine duale Ausbildung die Diskussion, die wir jetzt eben auf dem Podium hatten, akademische Ausbildung zu theoretisch, berufliche Ausbildung zu praktisch, sollten, solange es eine Durchlässigkeit gibt, treten immer wieder Mängel auf der einen und auf der anderen Seite auf. Nein, also das Beispiel des dualen Studiums als echtes Hybridmodell, das ja aus den verschiedenen Welten auch Stärken zusammenfasst, zeigt ja, dass wir ja hier nicht schwarz-weiß diskutieren dürfen. So nach dem Motto, haben wir zu viele Studierende, haben wir zu wenig Studierende, blutet die duale Ausbildung aus, ist das eine zu theoretisch, ist das andere zu praktisch. Ich glaube, dass wir da in der Praxis mittlerweile viel weiter sind und dass wir eben solche Modelle wie das duale Studium entwickelt haben, mit dem wir eben das Bildungssystem auch weiterbringen, neue Angebote präsentieren. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Und wir können feststellen, das wird ja auch angenommen, das trifft einen Bedarf sowohl auf Seiten der Wirtschaft wie auch auf Seiten der jungen Leute. Sie waren vorher unter anderem beim BDA, haben da schon mit dem VDT, der hier den Hochschultag veranstaltet, zusammengearbeitet. Wie bewerten Sie dessen Einsatz in Richtung Bildungspolitik? Also ich finde das gut, dass sich der VDT für seine Mitglieder Gedanken macht, wie Anschlussfähigkeiten aussehen können, wie Berufswege aussehen können, wie sich der Abschluss des staatlich geprüften Technikers auch einpasst in die neue Bildungsweg, in die neue Bildungslandschaft, in die neuen Bildungswege. Das ist hervorragend, das ist ein gutes Engagement, auch zu schauen, wie passt dieser Abschluss des staatlich geprüften Technikers in die Bologna-Welt, wie passt er in die Welt des europäischen und deutschen Qualifikationsrahmens, hier nicht stehen zu bleiben, nicht einfach nur Besitzstand zu wahren, sondern auch zu schauen, wie entwickeln wir dieses Qualifikationsprofil weiter und wie passen wir es ein in die neue Bildungslandschaft. Das ist gut und deswegen komme ich auch immer wieder gerne. Und unterstützt dann auch in diesen Veranstaltungen und in den Diskussionen. Wenn Sie sich die heutige Bildungslandschaft anschauen und die Perspektive anschauen aus Arbeitgebersicht, was Sie in den nächsten 20 Jahren brauchen würden, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, den Sie diskussionsfrei sofort umsetzen könnten, was würden Sie an der Bildungspolitik ändern? Was ich an der Bildungspolitik ändern würde, ja, ich glaube, wir müssen insgesamt eine Diskussion in unserer Gesellschaft über Prioritäten führen. Also wenn Sie sich anschauen, was der neuen Bundesregierung allein das zu beschließende Rentenpaket wert ist, also da gehen ja die Meinungen auseinander, 160 Millionen bis 230 Milliarden,
Millionen habe ich jetzt gesagt, also 160 bis 230 Milliarden, so, ist ja schon fast egal, also welche Zahl stimmt, weil sie sind so monströs und so erschütternd. Wenn ich mir vorstelle, dass wir diese Mittel in den Bereich von Bildung investieren könnten, das scheint mir eine Diskussion zu sein, die wir führen müssen. Und das wäre dann der Wunsch, den ich dann gerne erfüllt hätte, wirklich diese Prioritäten mal zu diskutieren und zu sagen, wir müssen aufhören, ständig in die Vergangenheit zu investieren, sondern wir müssen in die Zukunft investieren und da ist Bildung der zentrale Schlüssel. Musik